So, und da sind wir dabei, The Forest. Ich habe das jetzt hier ein bisschen stehen gelassen. Das Spiel. Damit das von selber hier schon mal sich einstellt. Nicht, dass das hier wieder rumleckt. Ich habe mir auch einen neuen Grafiktreiber gedownloadet. Ich hatte wohl scheinbar einen ziemlich alten. Darauf wurde ich hingewiesen von, was war's? Batman Arkham Knight. Ja, finde ich cool, dass der dir das sagt. Und der hat mir auch gesagt, also Batman Arkham Knight, das Spiel, dass ich doch nur 4 GB RAM habe. Aber ich bräuchte 6, um das zu spielen. Und jetzt hätte ich gerne eine Meinung von einem Computer-Fachmann. Denn ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe noch nie irgendwas hier rumgeschraubt. Bringt mir das jetzt mehr, eine neue Grafikkarte zu holen? Oder mehr, was da an RAM zu tun? Denn ich denke mal, dass es leckt, liegt wirklich am RAM. Oder? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Ich habe das hoffentlich so gesagt, dass ihr das direkt alle versteht und nicht einfach wieder komplett ignoriert, wie wenn ich das ganz am Ende sage. Weil das hatte ich ja auch öfters mal, dass ich irgendwelche Fragen stelle und die werden einfach nicht beantwortet, weil ich das ganz am Ende gefragt habe. Und dann einige einfach abhauen. Schämt euch. Ja, okay. Wie viel Holz brauchen wir da noch? Dürfte ja eigentlich nicht mehr viel sein. Ja, unten noch ein bisschen, ne? Also unten muss ich noch alles voll machen und dann haben wir auch alles. Schieb den Karren mal schon mal in die Richtung. Hoffentlich wird das was. Ich muss auch gleich nochmal bei Mortal Kombat X gucken, ob das jetzt besser funktioniert mit dem neuen Grafiktreiber. Ich weiß nicht, kann ja sein. Aber ich denke, es liegt wirklich an RAM. Und wie ich das verbessern könnte, weiß ich auch nicht. Gucke ich mal im Internet nach. Ich habe da irgendwas halt gelesen von irgendwelchen Sticks, die man sich da reinstecken kann in das Mainboard. Okay. Und nach solchen Texten, die man dann liest, denkt man sich so, wenn man ich ist. Ja, okay. Keine Ahnung, was ihr damit meint, aber gut. Nee, nee, ich kann halt so gut wie nichts mit solchen Ausdrücken anfangen. Ich denke wohl, Mainboard kenne ich wohl. Das denke ich mal, das ganze Teil, was da im Computer drin hängt, wo man die Sachen reinsteckt. Also wenn man den aufschraubt. Da, wo ich auch meine Capture Card reingesteckt habe. Wie gesagt, ich habe nie sowas modifiziert, aufgebessert oder so. Jetzt schon wieder. Kumpels. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit dazu. Hui. Mich kriegt man so einfach nicht tot. Merkt ihr das? Finde ich auch schön, dass die den Bug wieder reingehauen haben. Ich meine, ohne den hätte ich das Spiel wirklich nicht weitergespielt. Alter, wie viel sind denn hier? War das ein neuer Schrei?
Oh, der ist befreit worden. Ich gehe mal auf freies Gelände. So, der erste ist down. Ach, lass mich doch abwehren. Mich jetzt auch ein bisschen überrascht, dass die einfach so aus der Ecke rauskam. Aber hat sich sehr schnell mit denen erledigt. Und jetzt entledigen wir uns ihrer Körper. Bin ein bisschen unsicher, wie ich das sagen muss. Ob ich das richtig sage. Warum kommen jetzt die ganze Zeit die Möwen hin? Damit kann ich doch endlich mal was anfangen. Alter, hier geht das richtig flott. Richtig wie auf dem Fließband, ey. So. Fünfunddreißig Stück. Was wir auch noch machen müssen, ist das größere Floß da aufbauen. Also wenn wir das auch gut verwenden könnten, wäre es halt auch schon mal wichtig, das zu machen. Aber nun ja, im Moment können wir es nicht wirklich verwenden. Wir brauchen nämlich noch jemand anderen hier, damit wir es überhaupt benutzen können. Ich will ja noch wissen, ob man endlich mal irgendwann den Einzelspieler-Spielstand einfach im Multiplayer öffnen kann. Und falls es nicht möglich ist, möchte ich gerne, dass das mal reinkommt. Weil ich will ja nicht immer einen neuen Spielstand anfangen müssen, nur damit ich im Multiplayer spielen kann. Ich will auch mal die, die ich hier schon gemacht habe, also zur Genüge. Die will ich weiter spielen. Ich will hier Leute einladen können. Ah, ich habe was Blödes gemacht. Ich habe zum Beispiel das Internet jetzt. Nicht zum Beispiel, sondern ich habe es jetzt wirklich halt noch angelassen. Normalerweise mache ich das immer aus vor der Aufnahme, damit es nicht leckt wie jetzt gerade. Das ist voll. Okay.
Ja, müssen wir nur noch das Holz holen und dann haben wir hier alles voll. Ach nee, warte. Hier oben haben wir noch was. 40 Stück können da rein, also brauchen wir noch 38. Heißt also für mich zweimal das hier voll machen. An Sticks. Dauert ja nicht lang, das geht ja ganz schnell, also gar kein Problem. Weil ich ja auch witzig finde, ich frage ja manchmal nach Sachen, die werden mir meistens nicht beantwortet. Wenn ich aber explizit sage, sagt mir das nicht, dann wollen mir Leute immer antworten. Das hatte ich zum Beispiel, als ich gesagt habe, bei der einen Folge, wo ich halt nur diese 10 Minuten aufgenommen habe und das dann zusammenschneiden musste, da habe ich ja gesagt, nee, nee, ihr braucht mir hier kein Aufnahmeprogramm in die Kommentare schreiben. Ich weiß ja selber, was ich da zum Aufnehmen benutzen will und was nicht. Und ich hätte sowieso was anderes dafür, aber ich finde das hier jetzt viel angenehmer. Und trotzdem schreiben Leute was da rein. Schön nicht zugehört. Danke dafür. Aber gut, ich kenne mich mit Leuten, die nicht zuhören, mittlerweile aus. Ich sag's mal so, jeder, der was gegen Don't Feed the Beast in die Kommentare geschrieben hat. Nein, wirklich, guckt euch mal die Kommentare bei Don't Feed the Beast an. Ey. Die Leute, die da was gegen hatten, haben meist gar nicht hingehört. Haben immer nur gehört. Hab was gegen große YouTuber, bla bla bla. Das haben die rausgehört. Obwohl ich in Wirklichkeit einfach nur gesagt habe, ja, geht da nicht hin, guckt halt nicht. Da hatte ich ja einen gewissen Herrn, der da an mir vorgeworfen hat, du bist nur neidisch. Oder du hast zu wenig Abos, um überhaupt was sagen zu dürfen. Ja, okay. Keine Angst, wir hatten uns dann doch noch mal vertragen können. Wir haben das geklärt. Ohne Gewalt. Wer braucht das schon? Falls du gerade zuguckst, hier viele Grüße an dich. Ich wüsste immer noch gerne, wie du darauf gekommen bist, dass ich das aus Neid oder eben weil ich kleiner bin, mache. Nee, das hat er nicht gesagt, dass ich das mache, weil ich kleiner bin. Er hat gesagt, ich sollte das nicht machen, weil ich kleiner bin. Oder aus dem Grund machen meine Sachen gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Von so einem wie dir mit so wenig Abonnenten lasse ich mir nichts sagen. So war das, glaube ich. Ja. Ja, okay. Kommt auf jeden Fall gut an, so ein Argument, wenn man selber keine Abonnenten hat. Das habe ich dann auch gesagt, aber das habe ich auch eigentlich nur gesagt, damit man mal sieht, oh, ja, das Argument macht irgendwo keinen Sinn, ne? Das wollte ich eigentlich nur zeigen. Wenn man das dann falsch aufnimmt, ist man ja selber schuld. Ich habe ja sogar reingeschrieben. Siehst du, das Argument macht eigentlich gar keinen Sinn. Jeder sollte was sagen dürfen. Naja. Ist halt aber auch meist sowas. Das habe ich auch wirklich oft damals gesehen, als bestimmte Leute. Von gewissen größeren YouTubern die Zuschauer da abbekommen haben, die bei denen gehatet haben.
eben weil diese Leute über diese gewissen großen Leute ein Video gemacht haben, was die negativ darstellt. Dann kommt ja meistens das Argument, du bist doch nur neidisch oder du bist zu klein. Hat viel mehr Abonnenten als du, bla bla bla. Das kannst du so leicht kontern. Seit wann macht das denn ein Argument stärker, wenn du sagst, dass du mehr Abos hast? Ja, sehe ich jetzt nicht so. Ich sag, dein Argument ist am stärksten, wenn keiner es irgendwie widerlegen kann. Weswegen ich immer nach den Leuten suche, die mich halt wirklich bis dahin drängen können. Eine gute Konversation bringt sehr viel für beide Seiten. Nur mal so. Da kannst du was lernen, da kann dein Gegenüber was lernen. Und so kommst du auch weiter im Leben. Also echt mal. Und am langweiligsten ist es, wenn du halt wirklich so eine was davon haben willst, aber dein Gegenüber nicht genügend gute Argumente bringen kann. Ich meine, was willst du denn verbessern, wenn dein Gegenüber nicht mal weiß, was du verbessern sollst? Oder es dir einfach schlecht sagt? Wenn mir einer nur Hurensohn in die Kommentare reinschreibt, dann weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Ich fühle mich jetzt nicht beleidigt, aber nun ja. Meine Mutter schon. Ne, echt mal, das hat einer in meine Kommentare geschrieben. Habe ich meiner Mutter gesagt. War doof. Aber ich solle doch schöne Grüße bestellen. Ne, ich weiß auch nicht, was will der mir damit sagen? Was verbrechen wir denn bitte mit diesem Hashtag? Was? Was? Er schreibt's nicht mal hin. Er beleidigt uns nur. Ja, nett. Also du überzeugst mich schon mal gar nicht. Zeigst mir ja, dass du auf der radikalen Seite bist. Ich meine, ich habe jetzt noch keinen von uns gesehen, der wirklich auf die anderen losgeht, und die jetzt rumbeleidigt. Nee, eigentlich nicht. Alle, die ich jetzt gesehen habe, die hier mitmachen, waren bisher eigentlich schon, ja, ich würde sagen, relativ schlau. Haben immer gut argumentiert. Und sind halt auch nicht ausgerastet. Ist auf jeden Fall die Sorte von Leuten, die ich auch hier ansammeln wollte. Also, ne? Schon mal alles richtig. So, und wir haben das Boot auch schon fast fertig. In der nächsten Folge könnte es sogar fertig sein, wenn die Nacht nicht vorher eintrifft. Oder eintritt wohl eher. Und das ist wohl sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird. Und dann haben wir die Typen hier wieder stehen. Obwohl die uns jetzt auch schon entgegenkommen können.
So. Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, das wäre es für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.